Hi, mein Name ist Bloody Wintertail und wir spielen Gothic 2 Die Rückkehr. So, hallo Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben mit dem Mod Die Rückkehr Ergänzungspart. Das ist ja interessant. Ups, es ist eine Weile her, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe letztes Mal gesagt, wir wollen die nächste Folge mal etwas actionlastiger verbringen. Das Problem ist, wenn ich meine Werte so angucke, ist das Einzige, was so actionlastig ist, ja, gar nichts. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir lernen können. Wir haben 30 Lernpunkte. Mein Mann sieht das anders. Ja, ihr Mann sieht das anders. Das heißt, ich habe wahrscheinlich keine 30 Lernpunkte. Aber ich kann immer bei Laris mal vorbeischauen. Habe ich ihm eigentlich schon die Kohle gegeben? Das weiß ich gar nicht. Merkwürdig. Ah, okay. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Der beste Spruch kommt hier sowieso jetzt. Wer bist du? Mein Name ist Abu-Djinn ibn Jadir ibn Umar Khalid bin Hajj al-Sharidi. Gesundheit. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Das ist er. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat. Den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Die Grundkenntnisse der Alchemie. Ja. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Ach, das macht er. Gut, dann werde ich das mal tun. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Ja, billiger wird's nicht, also machen wir das mal. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ja, und los. Orks. Sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier, dein Freund ist bei ihnen, er wartet auf dich. Feuer, ein Angriff, ein mächtiges Wesen, die Flammen, viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt, Ruinen, Quahodron und Jakendar. Er wird gerufen. Verhotron in Jakendar. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Tut mir leid, es gibt keine Garantie für diese Voraussagung. Na gut. Ich habe da eine Frage. Oh. Dich bedrückt etwas? Ja, ganz recht. Etwas Seltsames passiert mit mir, aber ich verstehe nicht, was genau es ist. Sehr interessant. Ich fühle an dir die Aura eines großen Geheimnisses. Aber ich sehe, dass du noch nicht in der Lage bist, es zu lösen. Und dass du auch gar nicht weißt, wo du mit deiner Suche nach Antworten beginnen sollst. Vielleicht kann mir dein Talent, Prophezeiungen zu machen, dabei helfen? Nun, ich kann es ja auf jeden Fall einmal probieren. Aber du musst wissen, die endgültige Antwort auf deine Frage kann ich dir selbstverständlich nicht liefern. Ich verstehe. Ich weiß gar nicht, ob es das damals bei 1.0 schon gab. Das ist mit die Sache mit den Hütern, da gibt er einem, glaub, Tipps, wo die nächsten Hüter sind. Ich bin mir aber auch nicht ganz so sicher. Sage mir, was du siehst. Versuchen wir es mal. Bist du bereit? Ja, ja, ich bin bereit. Also höre mir zu, Wanderer. Begib dich auf eine lange Reise und bete an Innos Schreinen. Das ist der einzige Weg, zu finden, was du suchst. Mehr kann ich nicht sehen.
Ich hoffe, das war ausreichend und du weißt jetzt, was zu tun ist. Ja, da, das stimmt sogar. Wenn man wirklich an allen Schreinen mal betet, auf kommt man wirklich zum ersten Hüter. Des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr, ob das auch wirklich bei jedem weiteren Hüter auch noch geht. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine, ich weiß mittlerweile sowieso auswendig, wo diese ganzen Hüter sind. Aber, ja. Interessant eigentlich, dass das geht. Weil manche Hüter sind wirklich sehr... Ich würde mir echt mal gern wissen, was er bei manchen Hütern so sagt, wo man da suchen soll. Weil das ist wirklich teilweise wirklich extrem schwer. Und ich sehe gerade, wir haben ein Problem. Laris sitzt jetzt nicht hier. Der wird wahrscheinlich dahin. Da kommt er gerade wieder. Weil ich möchte doch mal eine Kleinigkeit lernen, Schnarr. So. Ja, der hält kein gar nichts, ist mir auch klar. Wir haben 10 Stärke. Was, wir brauchen für den schweren Ast mehr? Ah, wir brauchen hier 4 Stärke. Und das Ding liefert uns auch nur genau 4. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und hier habe ich schon festgestellt, letztes Mal habe ich das gar nicht richtig umbenannt. Zumal die Beschriftung ist sowieso voll für den Arsch, was ich da gemacht habe. Stimmt alles hinten und vorne nicht. Warte mal. Aber egal. So, wir können das mit Vatras auch schon sagen. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Sag mir, was du brauchst. Ich brauche deine Hilfe. Ja, das ist das mit dem Gold. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Ich brauche Gold. Ich brauche Geld. Das brauchen wir alle. Soll heißen, ich kann dir nichts geben. Aber Lemar, der Geldverleiher, schuldet mir noch einen Gefallen. Das ist eine schlimme Sache. Geh zu ihm und leih dir das Geld, das du brauchst. Den Rest regle ich dann schon. Du findest Lemar im Hafenviertel an der Grenze zur Unterstadt. Ich weiß nicht mehr, wem man noch glauben kann. So, das können wir dann sagen, genau. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich, es bleibt mal wieder an mir hängen, hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ja, wir werden das natürlich machen, in unserer derzeitigen Lage. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Gut, dann machen wir erstmal das hier. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Vatras sagte, du könntest mir helfen, mich einer Gemeinschaft anzuschließen. Keine Lust, den Leuten ihren Arsch hinterherzutragen, was? Alles klar. Ich verstehe, was du meinst. Ich kann meinen Einfluss bei den Söldnern geltend machen, wenn du dich Lee anschließen willst. Sicher werden wir auch einen Weg finden, dich schnell im Kloster unterzubringen. Aber das Einfachste ist es sicherlich, wenn du dich der Miliz anschließt. Welche Gemeinschaft ist dir lieber? Ja, wir nehmen natürlich die Miliz, wenn wir das immer wollen. Die Miliz. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das gefallen würde, was? Anderen Leuten die Gesetze vorlesen, während du dir ihre Börse einsackst.
Die Paladine haben am Hafen ihr Proviantlager aufgeschlagen. Der Proviantmeister dort ist ein guter Freund von mir. Vielleicht kann er ja etwas für dich tun. Sein Name ist Martin. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So, das quatschen wir jetzt erstmal nicht durch. Da habe ich jetzt echt keine Lust. So, wir wollten uns eigentlich was von ihm beibringen lassen. Ja, genau, das werden wir jetzt mal tun. Sonst kommen wir nicht weiter hier. So, speichern erstmal hier ab. 15-2. Warte mal. Wird sich das jemals ändern? Natürlich werden wir ein bisschen Stärke schaufeln. Das Gold haben wir gerade noch so übrig. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, nochmal gucken ein bisschen, wo der Schub dann kommt. Noch nicht mal Gold. Oh oh. Habe ich jetzt echt kein Gold dabei? Haben wir das... Oh nee, wir haben das wirklich alles darum gegeben wahrscheinlich. Ah, Leute, ich wollte mit euch kurz vor der Stadt ein paar Wölfe jagen. Jetzt kann ich das auch nicht machen. Außer wir kriegen noch irgendwo Gold her. Das glaube ich allerdings... Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast. Dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Was sind die halbe Miliz, die hier ein- und ausgeht? Aha, aha. Sehr schön. Ein bisschen überbelichtet hier, aber dafür sind die meisten Mädels hier wahrscheinlich etwas unterbelichtet. Das heißt, das Lichtspiel passt wieder zusammen. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Ich werde mir Mühe geben. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ist dir mal ein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur von ihr gefunden zu haben. Das habe ich früher auch immer. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Genau weiß ich das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Was geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Nee, im Moment nicht. Danke. Ah, habe ich es doch richtig vermutet, dass es wieder regnet. Das hat gerade eben ein bisschen geruckelt. Und ja, Leute, ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich uns nur ausrüsten wollten und dann losgehen wollen. Und wir werden auch heute noch Action haben, ich verspreche es. Aber wir müssen erst noch ein bisschen Gold kriegen. Hey, brauchst du Fisch? Bei mir bekommst du Fisch ganz frisch aus den Tiefen des Meeres. Zeig mir deine Fische. Bagged Fisch. So. Kannst du was über die vermissten Leute erzählen? Vermisste Leute? Das ist ein Hafen hier, Kollege. Da passiert schon mal sowas. Die See ist tückisch. Da kommt schon mal der eine oder andere ums Leben. Damit die Mannschaft wieder komplett ist, heuert der Kapitän von einem großen Schiff in einer Hafenstadt wie Corinis wieder neue Seeleute an. Wenn er keine Freiwilligen findet, dann wird der eine oder andere auch mal mit Gewalt an Bord gebracht und ist dann einfach weg. Vermisst du jemanden? Ich? Nein. Kennst du jemanden, der vermisst wird? Keine Ahnung. Frag doch mal die Bootsbauer. Welches Schiff soll denn das gewesen sein? Gute Frage. In letzter Zeit kamen nicht so viele Schiffe nach Corinis. Das ist wahr. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. So, hätten wir das auch mal im Vorübergehen kurz abgehakt. Jetzt werde ich noch kurz das mit Martin anleiern, dass der um 23 Uhr sozusagen immer weg ist. Früher hatte ich noch ein bisschen Angst,
dass, wenn man ihn dann anspricht und man den Termin verpasst... Hey, du, oh, ich du kann dich mal ausreden in Ruhe. Suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Danke. Ach, ich wollte einfach nur sagen, dass ich immer Angst hatte, wenn ich den Martin zum Beispiel jetzt um 17 Uhr anspreche und dann wieder irgendwo bin um 23 Uhr in Korinth und den Tag versäume, so wie zum Beispiel bei Valentino, dass es am nächsten Tag dann heißt, ja, ich hätte es verpasst und das geht nicht. Aber man kann das beruhigt jeden Abend einfach wiederholen, das ist völlig egal. So wie eben bei Valentino auch. So, das wollte ich eigentlich sagen. Was gibt es denn hier? Danke. Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. So. Leroy Laris schickt mich. Laris schickt mich. Er sagt, du könntest mir helfen. So, hat er das? Dann schieß mal los. Was willst du denn von mir? Ich will mich der Miliz anschließen. Das hast du dir wohl so gedacht, was? So lumpige Kerle wie dich nehmen wir aber nicht einfach so ohne Grund. Da müsstest du schon. Erspar mir das Gefasel. Sag mir, was ich tun muss, damit du mich bei euch unterbringst. Okay, dann spitz mal die Ohren. Die Arbeit des Proviantmeisters ist die Hölle, sag ich dir. Das Verwalten der ganzen Kisten und Säcke hier auf dem Platz ist schon schlimm genug. Doch jedes Mal, wenn ich abends in Kalifs Kneipe gehe, dann macht sich irgendjemand hier an den Kisten zu schaffen. Und wenn ich am nächsten Tag wieder hier bin, fehlt was. Die Paladine haben komischerweise nie was gesehen. Ich könnte noch bekloppt werden. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier rumstehen wie so ein Idiot. Du allerdings? Schon klar. Ich soll nachts hier Wache schieben, während du in der Kneipe rumhängst. Tu es oder lass es. Ja, mach ich ja schon. Ich werde heute Nacht auf deine Proviantkisten aufpassen. Schön. Gut, dann komm heute Nacht nochmal wieder und pass auf die Klamotten hier auf. Ich bin in der Zeit dann in Cardiffs Kneipe. Na gut, vielleicht können wir das ja wirklich dann noch machen. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Er versteht's einfach. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Das Einzige, was ich mir von dem immer gekauft habe, war dieses Morrowrat-Fett. Wenn man damit diese Schnapsbrennerei öffnen kann. Im Wald. Mehr habe ich, glaube ich, wirklich bei ihm noch nie gekauft. Weil ich meine, die Waffen, ganz ehrlich, bis man die halten kann, selbst in Nacht des Raben, hat man die schon entweder selber gefunden oder hat einen anderen Käufer dann bekauft, würde ich sagen. Und hat sich die Sachen, zum Beispiel das edle Langschwert findet man in Jaqen da schon. Das Ding ist eigentlich eh nicht so gut, weil es ziemlich kurz ist. Langschwert, ja gut, da kann man gleich das edle dann nehmen, beziehungsweise die sind hier sowieso nochmal modifiziert worden mit der Mod. Naja, so, das müsste ich eigentlich auch noch alles reden, oh Leute, ich glaube, das wird... Ich weiß, ich habe gesagt, wir haben heute noch Action, wir haben so viel zu reden noch hier mit den Leuten. Jetzt ziehe ich erstmal eine vernünftige Waffe an hier, bevor ich noch ein paar Probleme kriege hier irgendwo. So, als erste Maßnahme speichern wir mal eben nochmal kurz 15-4. So, wir können nämlich das mit William gleich noch machen, beziehungsweise, ja, können das nochmal anlernen. Das ist ja gar nicht William, das ist Farin. Ich sag immer nur William zu ihm, weil das halt die Quest ist, dann die man bekommt. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß erraten? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nimm's mir nicht übel. Aber in letzter Zeit bin ich nicht so gut drauf. Ärger mit der Miliz. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig her und nehmen sich einfach, was sie wollen. Letzte Woche haben sie meinen gesamten Fang mitgenommen. Ist für die gute Sache, haben sie gesagt. Ich weiß ja, dass jeder sehen muss, wo er bleibt. Seit die Bauern ihren Handel eingestellt haben. Da kommt es schon mal vor, dass der eine oder andere Kohldampf schieben muss. Kein Wunder, dass sie mir den Fisch vor der Nase wegschnappen. Aber wenn das so weitergeht, habe ich nicht mal genug, um mich selbst zu ernähren. Hast du mit den Paladin schon mal darüber gesprochen? Machst du Witze? Was interessiert das die Kerle, wenn ein armer Schlucker wie ich Probleme mit der Miliz hat?
Vielleicht kann ich dir helfen. Gib mir all deine Fische. Ich weiß nicht. Du müsstest schon jemanden von der Miliz kennen, der einen guten Draht zu den Paladinen hat. Das habe ich einmal die gesagt. Die Paladine werden mir den Fisch wohl kaum abkaufen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich glaube, wenn man sagt, gib mir all deine Fische, ich glaube, der greift einen sogar an. Aber naja, er verliert natürlich, wenn man wehrt sich natürlich dann. Ich habe das natürlich dann neu geladen. Jetzt habe ich dreimal natürlich gesagt. Scheiße, viermal. Egal. Scheiße, ich bin heute echt durch. Es liegt daran, dass wir schon 20 Minuten aufgenommen haben. Aber ich möchte doch noch wenigstens einmal kurz kämpfen. Einmal möchte ich kämpfen noch jetzt. Muss einfach schnell sein. Ich weiß auch schon, wo wir das erledigen. Das wird allerdings ein ziemlich harter Kampf, glaube ich. Das Einzige, was man hier in Korinthes noch schnell bekämpfen könnte, das wäre dieser Varan da hinten. Und ich glaube nicht, dass wir gegen einen Varan jetzt schon eine Chance haben. Oh, das wird echt schwer. Ich möchte eigentlich jetzt die Folge nicht länger überziehen, aber wenn wir das haben... Ja, stopp, das wollte ich gucken. Wir haben immer noch... Warte mal, haben wir einen Lederbeutel vielleicht, den wir öffnen können? Erstmal öffnen wir das hier. Ah, guck mal, da waren 10 Gold drin. Uiuiui. Sehr schön. So, da war Goldbrocken drin. Und da haben wir diesen Apfeltabak von Abu Jin. Der Djinn aus der Lampe. Ja, nicht ganz. Egal. So. Als letzte Amtshandlung. Oh Gott, ich weiß jetzt schon. Wenn ich jetzt wieder 3-4 Tage nicht aufnehme, dann stehe ich wieder wie irgendwo ja im Wald und weiß nicht, was ich tun muss. Eigentlich müsste ich jetzt gleich die nächste Folge noch aufnehmen. Das geht aber nicht. Boah, wie wunderschön das hier aussieht. Das müssen wir jetzt nochmal kurz betrachten. Dieser schöne Sonnenuntergang in Korinnes. Wie sich die Sonne im Wasser spiegelt. Einfach nur Wahnsinn, dieser Renderer, ja. So, ich werde das nochmal versuchen. Die Monster sind auf Hardcore eingestellt. Das wird jetzt extrem schwer. Aber wir haben einen unfairen Vorteil. Oh, ich glaube nicht. Hey, hallo. Oh, komm, das war jetzt also... Nee. Ja, das werden wir nicht schaffen. Das sind wir tot. Okay, Leute, wir hatten unsere kurze Action. 15 Sekunden Action. Wir werden nächste Folge werden wir auf jeden Fall, wenn ich das Gold zusammenkriege, lernen wir bei Laris kurz Stärke. Wäre das auch voll was bringt. Wahrscheinlich müssen wir eher kurz Einhandmissen lernen, dass wir besser zuhören, weil im Grunde, wir können eh kein besseres Schwert tragen. Wir müssen mit diesem Nagelknüppel leben. Und dann werde ich doch mal vor der Stadt ein bisschen aufräumen. Das habe ich jetzt echt beschlossen, dass wir mal ein bisschen steigen. Wann steigen wir überhaupt? Wir steigen eigentlich erst, oh, in 2000 Punkten. Das könnten wir vielleicht mit Mühe und Not mit ein paar Gesprächen auch hinkriegen. Wird aber schwer, deswegen würde ich doch ein paar Monster abschlachten. Wir könnten natürlich jagen gehen. Ja, falls einer noch eine bessere Idee hat, gerne in die Kommentare. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video.